Moin, moin. Und ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Conan Exiles. In der verlorenen, vergessenen Stadt von Xel'Hall. Xel'Hall? Xel'Hall. Irgendwas. Ach ja, hier ist Mathilde. Hi. Irgendwas in diesem Bereich. Ja, müssen wir überlegen, wie wir hier runterkommen, ne? Oder? Ja, es reizt mich ja zu springen. Weil mein Bett ist ja nicht weit, ne? Ich mach's nicht. Wenn ich überlebe, springst du dann hinterher? Ja, nee. Und dann suchen wir einen Weg, sonst verlieren wir uns und finden uns hier ja nie wieder. Oh, man kann einfach bei der Seite runtergehen. Die Treppen sind ganz schön steil, aber... Uiuiuiui. Achso, wir können uns natürlich auch erstmal da diese Leuchtedinger da... Dann gucken wir uns die Leuchtedinger an, aber ich muss mal kurz... Stoppen. Bisschen Wasser tanken. Was Leckeres zu essen nehmen. Hier ist ein Durchgang. Dagons Umarmung. Aha. Wo rennst du denn hin? Wir hätten auch jetzt rechts den Steg nehmen können. So, achso, ich gehe auf die andere Seite. Achso, dann renne ich auf die andere Seite. Oh. Kann man paddeln? Hier kann man zur versunkenen Stadt paddeln. Wo ist denn die versunkene Stadt? Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Was ist die versunkene Stadt? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie habe ich Angst, dahin zu gehen. Das ist bestimmt irgendein Dungeon, oder? Man kann ja nur mal kurz gucken. Oh, aber hier, du kannst ja hier interagieren. Ich habe jetzt geborstenes Ruder erlernt. Oh, ich habe da jetzt drauf geklickt und ja, ich scheine jetzt hinzureisen. Ich komme mit. Oh, ich habe aus Versehen auch drauf geklickt. Oh, das war jetzt nicht meine Absicht. Bitte um Entschuldigung. Aha, also wir sind irgendwo anders. Ja, wir sind in der versunkenen Stadt. Aha. War mal vorsichtig hier lang. Was ist das? Okay. Ich will ja nicht sagen, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir, auch wenn wir mittlerweile recht gut sind, hier da ist ein Typen. Prophezeiung des Erlösers. Der obere Wächter ist wachsam, der Hauptmann der Tiefen bereit. Der Erlöser wird den Schleier der Zeit lüften und aus ihrem Gefängnis entkommen. Wenn sie kommen, wird Blut fließen. Wenn sie kommen, wird Blut. Ich habe den Eindruck, dass das starke Kämpfer sind. Wir können ja auch stark weglaufen. Immer mal. Der obere Wächter, Kämpfer. Dagon-Kultist. Können ja mal draufschießen, ansonsten hauen wir ab. Ja, mach mal. Ach, der kann gar nichts. Du dreckiger Kultistenschwein. Ich will nicht, dass meine Jungs sterben. Stark sind die. Ach, du hast eine Heilung geschossen, okay. Ja, ja. Oh! Ich habe vergessen, ich bin im falschen Spiel. Ich war gerade irgendwie bei dem anderen Spiel, was ich heute gespielt habe. Bloodfall? Ne, das habe ich nur kurz gespielt. Ich wollte mal gucken, wie das Nurgle-Team ist. Vulcan habe ich gespielt. So ein Diablo-Spiel, kannst du quasi sagen. Hack and Slash. Was der denn? Der hat Perlen. Nimm mich mal mit, dafür gebe ich dir vergammeltes Fleisch. Das ist ein fairer Handel.
Guck mal, hier kann man interagieren. Ach, das kannst du behalten. Hm. Kann ich die Waffe haben? Ich kann nichts machen. Vielleicht musst du dem die Perlen geben. Bei mir passiert nichts, wenn ich da auf interagieren drücke. Ich kann da gar nichts machen. Ich krieg nur die Info, Klettern nicht möglich. Hm. Auch hier hinten nicht. Ich hätte gern die Axt. Oh, jetzt kann ich interagieren, aber mit was? Passiert nichts irgendwie. Hm. Also bei mir passierte nichts. Warum hat der Typ wahrscheinlich auch schon stundenlang gebetet? Wollen wir uns das weiter anschauen und dem Pfad folgen? Hol mir erstmal die Herzen. So. Hm. Also ein Oberhammer waren die jetzt nicht, aber hier ist einer. Da, Gott, tschüss. So. Identify yourself. Warte, lass mich durch, ich muss sein Leben retten. Ich muss sein Leben retten. Wo ist die Leiche? Was habt ihr mit denen gemacht? Keine Ahnung. Wo ist seine Leiche? Hat sich aufgelöst. Oh. Ich habe ihn gefunden, aber ich weiß nicht, ob ich sein Herz habe. Okay. Hm. Da unten ist auch noch ein Strand und da betet auch noch ein Typ. Aber ich würde sagen, wir folgen dem Pfad weiter. Ich habe irgendeine Brustplatte gefunden. Heidi ho! Moinsen. Zwei Leute, Bogenschütze, oder? Ja. As that snake strikes, so do I! Oh, 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 oh. Geht's da runter? Achso, ich dachte, geht's ganz tief runter. Hä? Was willst du? Hier ist nur noch einer. Wollen wir den auch noch umnieten? Das ist, dass man da runterspringen soll. Fast. Ladies first. Oh, 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 oh. Cut your heart out! Hm. Hm. Ladies first. Du bist hier die einzige Lady. Naja gut, was soll's. Willst du ewig leben? Wollen wir zusammenspringen? Okay. Aber ich wollte eigentlich ein bisschen Anlauf nehmen. Warte, dann gehen wir hier hin, dann kommen uns über Idioten vielleicht, dann stehen die nicht im Weg. Ja. Damit wir schönen dramatischen Abgang. So, sind sie hinter uns? So, okay. Okay, dann 3, 2, 1, go! Oh! Wie sind Fischis? Ich glaube, da wo es leuchtet, müssen wir hin, oder? Würde ich nichts sagen. Oh, ist das Leuchtschleim? Oh ja, das ist Leuchtschleim. Oh ja, Leuchtschleim. Ah, mir geht die Atemluft aus. Wir wollten ja eigentlich nur gucken, ne? Ja, eigentlich schon. Habe ich noch Knochen? Oh, ich habe Knochen, ich kann sie reparieren. Noch ein bisschen mehr Leuchtschleim. Ja, ich komme mit. Ich habe jetzt sogar meine Sichel mit. Was hast du mit? Ah, die Sichel. Super. Ah, da hinten leuchtet auch was. Hier ist ein ganzes
ganzes Areal eigentlich, ein ganzes Level. Wie cool ist das denn? Oh, das ist ein Fischvieh. Greift mich das an? Ein Zitteraal? Ich weiß es nicht. Trau dem nicht. Oh, ich muss langsam wieder atmen. Ja. Aber es gibt ja noch einen anderen Eingang. Keine Ahnung, sieht cool aus. Ah, ist wieder Kultisten. Leider keine Giftpfeile mit. Ja. Ich bin hinterlistig und greife die Bogenschützen von hinten an. Ganz mutig. Das ist eine gute Idee. So, der andere ist bestimmt Totenkopf oder so. Ja, Hauptmann der Tiefen. Ich hoffe mal ein bisschen dafür, dass ihr nicht sterbt. Danke. Was ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ach, das ist er. Upsi, ich muss mal weg. Ah, ah, ich hänge fest, Hilfe! Scheiße. Ich kann hier Sunken City, Gott sei Dank. Okay, weil ich muss jetzt... Ich hing da nämlich gerade fest, ich konnte da gerade echt nicht raus. Ja, dann lass ich die mal kämpfen. Mach das. Nicht, dass ich jetzt hier auch noch sterbe und dann unsere Leute weggespawnt werden. Wo ist mein Bogen? Ich kämpfe jetzt wie eine Pussy. Gott sei Dank bin ich nicht zurück in neu gespawnt hier die ganzen Viecher. Oh, tot ist er. Kommst du hier durch, oder? Ja, ich bin jetzt schon am Tauchen. Hm, kann ich diesen Stein kaputt hauen? Hm. Na, dann braucht keine Sau. Ach, da ist er. So, ich bin da. Haben wir auch auf dich gewartet. Weiß nicht, ob hier noch viel passiert. Bist du leer? Nee, ich meine deine Leiche. Ja. Gut. Leih mir mal dein Herz. Aber deine Arme schmeiße ich mal wieder raus, ne? Die brauche ich nicht. Ah, hier ist eine Leuchtetafel. Ich klicke mal drauf. Du musst Sterne-Metall-Werkzeuge lernen, um dieses Objekt zu verwenden. Wir sind viel zu früh hier, scheiße. Gut, okay. Dann, ja. Kletter nicht möglich. Weil ich habe einen schicken neuen Rock. Hehe. Wie hast du den gekriegt? Den habe ich von einer Leiche gefunden. Achso, den hast du von einer Leiche. So. Der müsste nur repariert werden. Rittersporn steht hier noch unkundschaftet, ne? Danke.
Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ist die gute Frage. Oder warte mal, es gab hier noch einen zweiten Eingang. Rittersporn? Hallo? Ist er mit dir gestorben? Ich konnte ihm gerade nicht sagen, dass er mir folgen soll. Er folgt. Wenn wir, glaube ich, hier rausgehen und dann links, da ist auch noch so ein Leuchtereingang. Okay. Vielleicht gibt es da auch noch ein paar Kultisten oder Idioten, die man zerhacken kann. Ach, da. Okay. Wer weiß, was hier noch alles ist. Gab es nicht auch so einen Trank, dass man mehr... Da unten rechts ist nämlich auch so Leuchteeingänge. Ja, Atemluft. Ja, Atemtrank. Oh, da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Ja. Ein kleiner Babyhai. Es sind mehrere Haie. Oh, die scheinen... Denen scheinen mir egal zu sein. Hoffentlich mal. Ja, hier ist, kommt man auch irgendwo raus. Erstmal atmen. Ja, erstmal atmen hier. Ich gucke. Nackter ist da, glaube ich. Soll ich schießen? Dann lock ihn mal an. Du für ein Mongo. Das ist ja. Sowas will ich nicht hören. Alter! Rückzug, oh. Rückzug! Ja, zu spät. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es war ein Halbkind von Dagon. Ja, dann hoffen wir mal, dass unsere Jungs das überleben. Ah. Ne? Holen wir schnell unsere Sachen und ich würde sagen, wir holen unsere Sachen. Ah, scheiße, ich bin im Bett. Ich komme nicht mehr. Scheiße, ey. Dann versuche ich es nackig nochmal. Ich glaube zwar nicht dran, aber... Was hast du jetzt gerissen? Na, ich bin nicht gerade runtergesprungen. Ich bin so ein bisschen seitlich gesprungen und... Ja, und? Naja, da bin ich auf Felsen gelandet. So. Ja, ich glaube, wir sollten dann wieder... Wir sollten ein paar Mal gegen die Schlüpferleute wieder kämpfen. Mhm. Oh. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja jetzt hier unseren Dingsbums. Unseren Kartenraum haben wir ja hier prestiert. Hier kommen wir schnell wieder hin und so. Oh. Ja, bei mir sind hier überall wieder Viecher. Ja, ich glaube, ich kann meine Sachen da knicken. Auch kleiner Wurm? Ja, wenn ich da nicht hinkomme? Wie sind die ganzen Gorilla-Viecher? Ich habe keine Waffe. Sind wir da hingekommen? Ja, der eine hat ja gerade U gemacht. Da habe ich zurückgemacht. Ich hoffe, der große... Ey, lauf, Forrest, lauf! Nimm die Treppe, Forrest! Also, kleiner Wurm steht hier. Ups.
Weiß gar nicht. Ich glaube, ich noch laufe ich richtig. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo wir dann später abgebogen sind. Fuck, wo ist denn dieses verfickte... Genau. Hast du das Brot gefunden? Ja, ich weiß, welche Richtung ich laufen muss. Hier wieder hoch. Scheiß Gorilla. Wo ist Ritterspor? Kleiner Wurm steht da. Oh oh. Kam es dann ins Wasser, Zeug? Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Mein Zeug habe ich ja. Gut, ich bin jetzt gleich wieder in dem Bereich, dass ich da. Ich bin jetzt gleich wieder unter Wasserstadt. Ja, ich vermisse nur Rittersporen irgendwie. Ich sehe auch hier nirgendwo seine Leiche. Ich hoffe nur, dass hier die Kultisten nicht mehr leben. Ah, fuck, die Kultisten leben. Tüdelü! Also ich kann... Hey auch. Arschloch. Also Rittersporn ist irgendwie weg. Unter Wasser, ich komme. Ach, jetzt wie sind wir denn geschwommen geradezu, ne? Rechts. Das war der rechte Eingang. Ich hoffe, dass die Atemluft jetzt auch reicht. Es sind überall Eingänge da unten. Aber noch tiefer. Wo zur Hölle ist Rittersporn? Das macht mich kirre, dass ich den nicht finde. Aber hier liegt doch nirgendwo Rittersporns Leiche. Geht er wieder zum Beten immer weg, der Heini? Ja. Ja. Hinter dir ist aber einer, ne? Ja, das ist kleiner Wurm. Ach, kleiner Wurm hast du schon mal. Wo bin ich denn gestorben? Links. Kann ich schleichen? Nein. Und tschüss. Was mache ich denn hier? Hör auf. Hä? Er geht irgendwie langsam. Warum gehst du langsam? Ah, ja, klar. Überlastet. Ich zieh das aus. Also falls ihr wisst, was mit Rittersporn passiert ist, sagt es mir. Weil der liegt hier auch irgendwo tot. Also, wenn der Typ ihn nicht aufgefressen hat. Eine Leiche müsste ja da sein, theoretisch. Ja, eben, deswegen. Hier liegen nur unsere Leichen. Pass auf, du machst dich mal, sagst kleiner Wurm, dass er dir folgen soll und ich gucke nochmal den Raum ab. Was soll ich machen? Nimm dir grauer kleiner Wurm und hau im Zweifelsfall ab. Ach, hau ab, hast du gesagt, okay. Ja, ich schau mir diesen Raum jetzt nochmal an. Ich habe nur gerade das Problem, dass ich ihn nicht auswählen kann. Okay, ich zum Wasser, zum Wasser, zum Wasser. Zum Wasser! Heinrich! Oh. Super. Jetzt kämpfen die. Wie ist das Feuer immer gemacht? Wenn wir weggehen, kommt der hinterher? Nee, ne? Grauer Wurm nicht. Jetzt folgt er. So, ich hab ihn. Super. Weil ich konnte ihn nicht nehmen. Ja, das hatte ich ja auch schon einmal. Aber jetzt muss ich nur irgendwie hoch, weil meine Luft... Mach das. Oh, oh. Gib Gas. Oh, oh. Oh, oh. Gib Gas. Oh. Hä? Wie komme ich da nicht hoch? Achso, doch. Oh, Gott sei Dank. Oh. Puh. Keine Ausdauer mehr, ja. Das sehe ich auch. Darauf esse ich erstmal ein Steak im Wasser.
Ah, wir müssen wahrscheinlich zum Boot zurückschwimmen, dann kommen wir wahrscheinlich wieder zurück. Ja, das ist möglich. Aber ich will hier erstmal gucken, ob ich hier an Land kann. Na, ich gehe mal gleich direkt zum Boot. Ah, da unten ist eine Kiste. Verführerisch. Voll, erklettern nicht möglich. Ah, oh, so. Puh. Okay, mir wird ein Sandsturm angezeigt. Toll, ich komme nicht aufs Boot. Klettern nicht möglich. Sandsturm. Ah, darum kriege ich Schaden unter Wasser. Kriege nämlich gerade die ganze Zeit Schaden gekriegt unter Wasser. Okay, ich weiß nicht, wo kleiner Wurm ist. Eigentlich folgt er mir, ja. Ach, du bist da irgendwie hochgekommen. Hier liegt ein Skelett. Ja, das bin ich. Ach so. Klettern nicht möglich? Da ist kleiner Wurm. Da seid ihr. Achso, das war das eine Mal, wo du dann hier noch gestorben bist, ja? Hm. Und schauen wir mal vorsichtig um die Insel rum. Ja, weil voll doof ist. Klettern nicht möglich. Theoretisch würde man ja hier hochkommen. Ja, ja. Nur praktisch nicht. Ah, ich bin oben. Aber Rittersporn ist irgendwie verschütt gegangen. Ich habe keine Nachricht bekommen, dass der gestorben ist. Der war da. Dann keine Ahnung, was ab. Mit dem passiert ist. Ich weiß bloß nicht, wie man gegen diesen einen Typen kämpfen will. Also der ist ja super duper stark. Ein Schlag und wir waren tot. Ja. So, ich hoffe, wir kommen von diesem Steg auch. Ach, da ist das Boot. Mit dem werden wir da. Ja, mit denen hoffentlich. Cooler wäre das andere gewesen. Ja, zurückreisen. Ja, Rittersporn ist irgendwie zurückgeblieben. Oh, ah, Gorilla! Ja, ich habe sie ja angelockt hier. Ich bin ja hier nackig durchgelaufen. Ja, ja, alles gut. Und ich will von denen nochmal einen Kopf haben, verdammte Axt. Ich will da zu dem Lila Feuer rücken. Na, lass uns abbauen. Ah, wir können ja uns ja mal so einen Rand angucken, genau. Genau. Einfach die Stadt noch ein bisschen. In dem Fall brauche ich dann einen neuen Relic Hunter. Hm. Und wir brauchen die Schlüpfertypen, weil ich brauche neue epische Waffen. Ja, oder Reparaturkits für die epischen Waffen. Nee. Der Rittersporn hatte ja eine epische Waffe. Ach so, meinst du das, ja. Und ist verschwunden.
Not kannst du ja deine erstmal geben. Oh. Okay. Einfach nur ein lila Feuer. Aber hier. Tja. Da hinten ist bestimmt die Insel, die wir, wo wir schwimmen sind. Ja. Ich denke mal, die andere Seite wird dann genauso aussehen. Wahrscheinlich. Leer, aber voller Gorilla. Ich komme schon. Schauen wir uns die Stadt noch ein bisschen an, würde ich sagen. Ja. Das nicht gerade zu? Ja. Da gibt es bestimmt auch nochmal einen super duper Gorilla. Aber wir können ja nochmal gucken, ob wir zum himmlischen Platz kommen. Ja. Ne, von da oben wollten wir nicht runterspringen. Ich mach das jetzt an. Spring du mal runter, ich gehe links vorbei. Oh, hier war nicht der himmlische Platz, oder? Oh, hier gibt's Tunnelsysteme, cool. Ah, hier kann man runterspringen. Versuch du mal von da oben und sag mal, ob du lebst. Wenn du soweit bist. Ich spring dann von der Etage tiefer. Okay. Muss mich hier erstmal wieder durchschlappen. Ach, bis dahin springe ich. Ich bin doch schon da. Wollen wir zusammenspringen auf drei? Ja. Warte, bist du im linken oder im rechten Tunnel? Im rechten. Ja. Da sehe ich doch einen rechten. Gorilla am Rand. Den siehst du wahrscheinlich nicht. Okay. Dann 1, 2, 3. Oh, ist nicht so tief. Du bist. Ich hab überlebt. Bist ja vor mir runtergekommen. Ich hab dich aber gesehen, wie du gesprungen bist. Ja, du kamst dann, also nach mir, aber du warst. Quasi vor mir. Ne, hier rechts oben ist ein Gorilla. Hm, habe ich gesehen. Ein Silberrücken war das. Wo ist denn dein Kumpel? Oder mein Kumpel? Ah, okay. Da. Ist hier irgendwas? Oh, hier ist ein Dungeon. Palast der Hexenkönigin oder Hexenkönig? Königin. Also hier regnet es schon mal. Oh, ich bin rausgegangen. Wollen wir das oder wollen wir wieder rausgehen? Warte mal, du bist da reingegangen, ne? Ich bin noch drin, ja. Ich bin gerade rausgegangen und hier ist kleiner Wurm. Ich komme wieder raus. Nee, der ist weg, okay. Ich wollte auch noch mal reinkommen, gucken. Ich war gerade irritiert, dass ein kleiner Wurm da ist. hin zurück. Ja, das, nur mal kurz gucken. Also gegen die kämpfen möchte ich jetzt nicht. Aber das wird die da hinten wohl schon sein. Nee, besser nicht weiter. Diese Statuen sehen so aus, als ob die eventuell zum Leben erwachen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Jetzt war die Hexenkönigin erstmal Hexenkönigin sein. Hätte sein können, dass da hinten noch sehr, es noch extrem weitergeht. Oder kann man hier unten noch was machen? Weil links und rechts sind da Treppen. Hier kann man ein bisschen Wasser planschen. Okay. Hätte sein können. Oh doch, hier hinter ist noch was. Nee, ist leer, schade. Ja, aber ich hatte gerade denselben Gedanken. Hätte sein können, man tut ja alles für eine Truhe. Aber nicht die Hexenkönigin töten. Nee, ich glaube. Nee. Da gucken wir erstmal, dass wir Sternmetall und so brauchen.
oder die anderen Schlüpferkönige töten oder mehr Sklaven. Meine Ausdauer erholt sich nicht. Ah, doch, jetzt. Oh. Hab hier Dauersprinten irgendwie an, gerade gehabt. So, oh ja, das ist ein echter Gorilla. Achso, du hast ihn jetzt gesehen. Das ist ein richtiger Gorilla. Oh, ah. Das war schon groß. Wir kommen, Heinrich. Ah ja, stimmt, ich kämpfe jetzt alleine. Ja, den Silberrücken, das ist Silberrücken sein. Ja, den machen wir, glaube ich, erst, wenn wir da zwei Kumpels haben. Oder lass uns hier mal hochgehen. Zum Fenster. Warte, hier ist wieder ein Fuzzi. Okay. Oh, eine Kiste. Eine Holzkiste. Der erste Schatz. Trockenes Holz, Knochenbrühe und Eisenbarren. Den Rest lasse ich mal drin. Wo geht's hier lang? Warte, wo bist du runtergegangen? Ich habe gerade nicht. Ich bin hinter dir, ich bin noch gar nicht runtergegangen. Ah. Wenn, würde ich sagen, hier, weil wir sind ja von rechts gekommen. Aber es ist ein Ausgang. Egal, gucken wir mal. Oh, hier sind wieder Kackvögel. Schuhschnäbel. Guck mal, da ist so ein Häuschen, wo wir uns das anschauen. Rechts, ne? So, ist aber auch irgendwie nichts. Alles kaputt. Kaputt. Hey, du Scheißvogel. Also von der Stadt bin ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Irgendwie schon, ne? Ja, sieht groß pompös aus, aber ist halt. Ja. Wo bist du? Ah, ja, da oben ist ja nichts. Also das, was wir mit dem Tauchen entdeckt haben, war hier bisher das Geilste. Mhm. Aber sonst hier diese ganzen Gemäuer sind eher lame. Also es sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Ja, klar. Aber hier gibt's keine Truhen, hier gibt's nix, nothing. Da, okay, eine billige Holztruhe habe ich ja gerade gefunden. Ach, jetzt gehen wir schon Richtung unser Lager. Ja. Dann reicht das auch. Ich denke auch. Jetzt gucken wir, dass wir hier wieder rausfinden. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Ja, es kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das war das erste, was wir angesteuert hatten. Ja. Ah, ich sehe. Deine Lampe aus oder was? Ja, weil ich geklettert bin. Nur im Gebäude oder? Mhm. Au. Oh.
müssen wir hier nur noch ausfinden. Oh, man kann hier einfach durchspringen. Also ich bin raus. Jetzt müssen wir nur... Ah, wir müssen ja gar nicht zu unserem Kartenraum, oder? Doch, wir können ja eine Abkürzung nehmen, genau. Das sind Sterne. Mhm. Du weißt, wo lang? Nö. Gerade gehe ich so ein bisschen nach Gefühl. Nach Gefühl. Aber es sieht ganz gut aus. Hier ist auf jeden Fall ein Weg. So irgendwie nach links. Da ist wie überall. Wir müssen irgendwie da hoch, glaube ich. Ja. Oh! Vielleicht über diese Kackpflanze hier? Ups. Oh! Bleib stehen! Oh, ich bin überlastet. Pantherjunge habe ich bekommen. Hast du gerade aus Versehen Pantherjunges aufgesammelt, oder? Nee, nicht. Wo ist denn der Sklave? Hm. Wo ist denn hier? Er taucht bestimmt gleich auf. Da ist er. Kleiner Wurm, halt, stopp! Bin zu schwer, hier nimmer. Danke, kleiner Wurm. Ja, das sieht gut aus. Ja. Und dabei noch so ein Junge kassiert. Junges kassiert, super. Okay, dann war das unsere kurze Tour in den Dschungel. Noch ein Baby? Halt, stopp! Wir haben doch schon zwei. Naja, gut, stimmt auch wieder. Wo bist du denn? Ich bin beim Kartenraum. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Da. So. So, was ist bei uns am nächsten? Die Stadt, oder? Nee. Der müsste das sein. Klar als Festung. Hä? Ich will mich wegteleportieren. So der gut. War, du warst gut, stimmt. Ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich meine K-L-U-G. In der Festung waren wir ja auch schon drin, ne? Ja, da waren noch die Schlüpfertypen. Ah, stimmt. Ich dachte, da war ja diese Arena, die da so heftig war, wo wir da so panisch den Rückzug gemacht haben mit den Mammuts und allem. Ich dachte, die wären halt in einer anderen Stadt gewesen. Ja. Schön, wieder zu Hause zu sein. Jo. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen... Lasst mal ein Abo da. Für die, die es noch nicht haben. Man kann ja leider nur ein Abo hinterlassen.
ein Like wäre auch gut. Und ja. Ja, und falls ihr wisst, was mit Rittersporn passiert ist, vielleicht habe ich ja auch einfach nur nicht gesehen, dass er gestorben ist. Ja, und vielleicht wisst ihr noch was über die Unterwasserstadt oder über die Hexenkönigin. Und ja, ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.